Also mein Anliegen ist, über Glaubensfragen möglichst im Konkret zu reden, Erfahrungen auszutauschen. Natürlich bin ich viel im Kontakt mit Menschen, ob das bei den Sakramenten ist, bei der Taufe, jetzt mit den jungen Leuten wieder bei der Firmung. Aber auch wenn ich am Wochenmarkt stehe zum Beispiel, oft am Freitag Vormittag und dort selbstgemachte Orangenmarmelade verkaufe für die Orgelrenovierung. Das ist ja unglaublich, was da Leute zu bekommen und wo sich kurze, aber oft sehr intensive Gespräche ergeben. Natürlich geht es um das, was tragt im Leben, wann was daherkommt, was mich gescheit durchbeilt, ob das jetzt eine schwere Krankheit ist, ob das ein Problem in der Familie ist, in der Beziehung. Gerade in unserer Gegend, wo wir in so einer wunderbaren Umgebung leben, sind es auch sehr viele Erfahrungen, die einen einfach dankbar stimmen. Also meine Art, mich in der Natur zu bewegen, ist tatsächlich das Gehen, auch das Pilgern, aber nicht nur. Also ich bin vor vielen Jahren noch von Linz nach Santiago gepilgert. Das ist ein Erlebnis, eine Erfahrung. Ich habe nachher wirklich Monate gebraucht, dass ich wieder in den Alltag eingefunden habe, oder den Michaelsweg oder durch den Kosovo bin ich schon mal gegangen und verschiedenstes, letztes Jahr über die Peloponnes auf einem Weitwanderweg im Frühling, also blühende Bäume, Birnbaum, wo es nur so von summt und wo so viel Leben da ist und ganze Blumenteppiche, wo wir da drüber gegangen sind, also da wirst du schon dankbar für das, was uns da geschenkt ist. Es geht natürlich über die Werke, aber wir sind dann die Künstlerinnen und Künstler, die die Werke schaffen. Das war für mich immer das Interessante. Also denen zu begegnen und zu spüren, aus welcher Lebenserfahrung kommt denn dieses Werk, aus welcher Geschichte. Wenn ich also jetzt etwa in Hallstatt denke, diese Ausstellung über, das heißt über die Schwelle, über Tod, Vergänglichkeit, eine junge japanische Künstlerin, die da auch irgendwo ihre Erfahrungen mit dem Tod ihrer Großeltern zum Beispiel irgendwie verarbeitet und sie dann mit Hallstatt auseinandersetzt, wo ja die Gebeine, der Friedhof in diesem kleinen Ort, die Totenköpfe, die alle beschrieben sind und teilweise mit Zeichnungen versehen sind und mit Jahreszahlen, wo ja das eine große Rolle spielt. Also da einfach ein Denken und eine Lebenserfahrung kennenzulernen, die mir zunächst fremd ist und die mich dann aber bereichert. Leitsätze sind wichtig und der neben vielen Bildern, die der Jesus gefunden hat und die uns bis heute berühren, in den Gleichnissen zum Beispiel, ist es einfach dieser Satz: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt dieser guten Nachricht, dieser frohen Botschaft. Da ist für mich alles drin.
Also die Zeit ist immer eine erfüllte Zeit mit vielen Chancen, die man einfach sehen muss und nutzen darf. Und diese Welt, die wir in unseren Visionen sehen, in unseren Träumen, die in der Heiligen Schrift immer wieder beschrieben wird, die heute auch von visionären Menschen irgendwo gesehen wird, eben wenn man die ganzen Bereiche ausschaut, Frieden, Klimagerechtigkeit, zwischenmenschliche, versöhnte Beziehungen und vieles andere. Ich denke, das ist schon mitten unter uns. Die Kirchen ist ein Zeichen dafür, in aller Ambivalenz, aber doch, würde ich sagen. Und sie ist nicht das Reich Gottes, sie ist ein Zeichen dafür, sie ist nicht die Suppen, sie ist das Salz in der Suppen.